Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit der Batch Engine. Und heute kümmern wir uns darum, dass wir Linien zeichnen können. Weil wir wollen ja nicht immer nur an unserem Screen hier rumfeilen, sondern wir wollen auch mal ein bisschen was sehen. Und für alle Grafikbefehle, wozu die Linien gehören, mache ich mir einen Ordner GFX. So. Und hier mache ich dann direkt mal eine Datei, horizontalline.bat. So, die öffne ich dann im Notepad. Und hier einmal wieder @echo_off. Und dann beginnen wir doch direkt mal mit den Parametern. Und zwar, um so eine horizontale Linie zu zeichnen, brauchen wir ja erstmal die Startposition in X und Y. Dann brauchen wir die Länge der Linie, also wie lang soll die sein. Dann brauchen wir, wie soll diese Linie dargestellt werden. Und wir brauchen noch diesen Field-Ordner. Und das lese ich jetzt alles ein. Set, Start oder Line, Start X auf Prozent 1. Set line start y auf Prozent 2, set line length auf Prozent 3, set line display, das ist wie die Linie angezeigt werden soll, auf Prozent 4 und set field dir auf Prozent 5. So. Und jetzt können wir tatsächlich auch hier direkt mitarbeiten. Und zwar ist das ziemlich simpel. Wir brauchen einfach nur einen Zähler mit einer Schleife. Set counter gleich 0 und dann loop, go to loop, a loop, das steht für after loop oder nach der Schleife, und dann wollen wir hier jetzt dafür sorgen, dass in diesen Field-Ordner die entsprechenden Dateien gelegt werden. Ich leere den einfach mal direkt so wieder. Gut. Wie machen wir das? Vor allem, wie finden wir heraus, welche Koordinaten gesetzt werden müssen? Denn wir müssen die Dateinamen ja mit Hilfe der Koordinaten, die wir setzen wollen, zu diesem Line-Display, die müssen wir ja irgendwie erstellen und dafür brauchen wir halt die Koordinaten. Naja, die y-Koordinate bleibt ja immer gleich, denn y beschreibt ja, wie hoch oder wie tief es angezeigt werden soll. Und es ist ja horizontal, das heißt, die Höhe ändert sich nicht, sondern nur die Position auf der x-Achse. Und diese Position können wir ganz einfach ermitteln, und zwar mit set a x position oder line x position gleich counter plus und dann line start x. So. Und dann sage ich einfach echo und dann erstelle ich mir jetzt diese Datei in dem Ordner Field mit dem Inhalt Line Display. Echo Line Display in Field dir / und dann Line Start, nein, Line X Position und unterstrich Line Start y.txt und ja, damit bin ich auch fast fertig. Das einzige, was ich jetzt natürlich noch machen muss, ist den Zähler erhöhen. Set slash a counter gleich counter
plus 1 und hier die Abbruchbedingung, wenn der Zähler größer oder gleich Line längs ist, dann go to a loop. If counter geq line längs, go to a loop. So, und hiermit kann ich jetzt tatsächlich schon auf den Screen eine Linie zeichnen. Wenn ich den einfach so ausführe, dann sehe ich hier nichts. Und ich sage mal, ich möchte eine Linie haben, die hier einfach bei 0,0 starten soll und 3 Felder lang ist. Also GFX, Horizontal Line, hier jetzt Start X ist 0, Start Y ist 0, Länge ist 3, Line Display ist meinetwegen eine Raute und Field Dir ist Field. So, jetzt sehen wir hier die Dateien mit diesen Rauten drin. Und wenn wir jetzt Screen aufrufen, sehen wir hier oben tatsächlich diese Linie. Wir können meinetwegen auch irgendwie in der Mitte mal eine Linie machen. Meinetwegen irgendwie 4, 4 und mit der Länge 5. Oder machen wir mal mit der Länge 20. Damit ihr seht, was dann passiert. Dann werden hier zwar unfassbar viele Dateien erstellt, aber das stört unseren Screen relativ wenig. Der zeigt einfach nur so viel an, wie er selber kann, sozusagen. Wir haben dem ja eine feste Breite und Höhe gegeben. Das heißt, er kann nur 6 Elemente anzeigen, das heißt, er zeigt nur 6 Elemente an. Und hier haben wir jetzt tatsächlich auch eine gute Möglichkeit, den Screen wieder zu leeren. So, dann ist er halt wieder leer. Oder eigentlich scheinbar nicht, weil die Variablen sind halt noch im Speicher. Aber wir können jetzt, wenn wir hier wieder eine Linie zeichnen, oben, meinetwegen von Pluszeichen, dann sehen wir hier oben Pluszeichen. Und wir können auch so eine Linie wieder entfernen. Meinetwegen, indem wir hier ein Leerzeichen hinsetzen. Okay, das geht nicht. Aber wir können hier meinetwegen irgendwie... Moment. Also wir können hier auf jeden Fall relativ flexibel diese Linien setzen und dann werden die entsprechenden Elemente auch auf diese Zeichen gesetzt. Und ja, jetzt können wir horizontale Linien zeichnen und jetzt möchte ich auch, dass wir vertikale Linien zeichnen können. Hier GFX, vertikal line.bat oder vertikale Linie. So, hier kann ich mir das fast 1:1 kopieren, aber ich muss natürlich noch ein bisschen was ändern, und zwar hier Line Y-Position. Hier auf Line Start Y und hier dann auch beim Dateinamen Line Y Position kommt hier hin und hier Line Start X. Aber das war's jetzt tatsächlich schon. Jetzt können wir hiermit vertikale Linien zeichnen. Wenn ich nochmal eine neue Konsole habe, CD User Profile Desktop Batch Engine. So, und dann
sage ich hier einfach mal Screen, der ist ja jetzt noch leer. Und wenn ich dann sage GFX und dann Vertical Line mit Start bei 1,1, Länge von 4, Füllung soll Rauten sein und das soll in den Ordner Field, dann kann ich hier jetzt scheinbar nichts sehen. Line X Position. Ach, natürlich. Line Y Position muss das heißen. So. Jetzt hier die Datei wieder raus. War halt ein kleiner Fehler von mir. So. Jetzt aber die vertikale Linie. Jetzt sehen wir hier auch die vier Dateien mit jeweils einer Raute drin. Und auf dem Screen sehen wir hier eine vertikale Linie. Hat also scheinbar schon mal gut funktioniert. So, und damit würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Beispiel oder noch einen kleinen Test. Meinetwegen bei irgendwie 0, 4 machen wir noch so eine Linie. Sehen dann das hier, scheint also alles zu funktionieren. Gut, und das war's dann wieder mit diesem Video. Im nächsten Video werden wir uns darum kümmern, wie wir Rechtecke darstellen können. Relativ einfach sogar. Und ja, das war's dann wieder mit diesem Video. Ich hoffe, man hat alles verstanden. Sonst einfach nachfragen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.